willkommen zu den Kurznachrichten aus dem Café M des Martinushauses. Am kommenden Sonntag hören wir schon zum zweiten Mal die Emmaus-Geschichte. Ich möchte Ihnen heute nur den letzten Abschnitt vorlesen. Der Text kommt aus der Gute Nachricht. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten: Bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu. Gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Die Emmaus-Geschichte ist für mich keine Geschichte aus ferner Zeit, sondern eine Geschichte, die sich heute auch bei uns ereignen könnte. Vielleicht etwas anders, als wir eben gehört haben. Heute würden die Jünger und Jüngerinnen nicht mehr von Jerusalem aus nach Emmaus gehen, sondern sich irgendwo im Café treffen oder sich auf dem Weg zur Kirche unterhalten. Im Gespräch ging es vielleicht darum, wie sie heute Kirche erleben und dass sie sich Sorgen machen, wohin sie sich entwickelt. Früher war doch vieles besser oder einfacher. Die Kirche stand hoch im Kurs, man gehörte dazu und ging regelmäßig hin. Das Zweite Vatikanische Konzil hat vielen Menschen in der Kirche neue Wege ermöglicht, das Gemeindeleben zu gestalten. Viele haben mitgemacht. Die Wahl von Papst Franziskus hat viele Gläubige ermutigt und der synodale Weg Hoffnung auf notwendige Reformen gegeben. Die Jüngerinnen aus der heutigen Zeit träumen davon, dass sich die Kirche für die Welt öffnet und einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet. Und sie hat ja auch viel geleistet. Die zahlreichen Beratungsstellen, die Sozialstationen, die Kindergärten und Schulen und noch so vieles mehr. Was hat sie da alles an Kraft und Geld investiert? Und was ist jetzt? Irgendwie sind wir auf dem Abstellgleis. Wer will noch etwas von der Kirche wissen? Wer entscheidet sich noch für einen christlichen Beruf oder möchte Religionslehrerin werden? In den Lehrer werdenden Bänken sieht man regelmäßig nur noch die Älteren. Kinder, Familien und Jugendliche kommen bestenfalls nur noch zu besonders gestalteten Gottesdiensten. Und das Schlimmste für diese heutigen Jüngerinnen ist aber, dass sogar ihre eigenen Kinder sagen, dass sie mit der Kirche gar nichts mehr zu tun haben wollen. Dabei haben sie doch überall mit hingenommen und keinen Druck ausgeübt, so wie früher in ihrer Kindheit. Die Kirche hat einfach zu ihrem Familienleben dazugehört. Alles umsonst. So oder so ähnlich könnten sich die Klagen der Emmaus-Jüngerinnen von heute anhören. Die Klagen derer, die sich in der Kirche daheim fühlen, die voller Begeisterung dabei waren und die meinen, dass jetzt alles den Bach runtergeht. Und ich sehe, wie sich Jesus zu ihnen gesellt. Er würde wie damals sagen: Was sind denn das für Dinge, über die ihr euch auf eurem Weg miteinander austauscht? Und er würde sich geduldig die Klagen anhören und nach einer Weile vielleicht sagen: Musste denn nicht all das geschehen? Ist es denn der Sinn der Kirche, dass sie zu allen Zeiten mächtig ist, dass sie den Ton angibt und groß rauskommt? Glaubt ihr denn nicht, dass diese große Krise, von der ihr mir erzählt habt, eine große Chance für die Kirche sein kann? Die Kirche wird zwar kleiner, sie hat weniger Einfluss, aber vielleicht wird sie dem ähnlicher, wie sich Jesus seine Gemeinschaft oder Nachfolge gewünscht hat. Wo sich Menschen gegenseitig unterstützen, miteinander nach gangbaren Wegen suchen, wo Menschen sensibel dafür sind, was andere brauchen, wo bewusst Beziehungsnetze geknüpft werden
in denen die aufgefangen werden, die in der Gesellschaft unten durchfallen. Inzwischen hatten sie die Kirche erreicht. Sie hingen noch ihren Gedanken nach und plötzlich klangen die Worte: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, ganz anders. Sie schauten sich an und spürten: Brannte uns nicht das Herz auf dem Weg, als er mit uns redete? Ich möchte mit einem Gebet enden. Herr Jesus Christus, du befreist uns zu einem angstfreien und mutigen Leben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Hilf uns, wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, offen zu sein für deine Gegenwart und deine Stimme zu hören in unserem Leben. Amen. Jetzt noch ein paar Hinweise auf die kommende Woche. Ab dieser Woche, also schon ab morgen, finden wieder die Mittwochabendgebete in der Taufkapelle statt. Wir beginnen wie üblich um 19.15 Uhr. Die Abendgebete sind als Pfingstweg gestaltet. Am kommenden Sonntag, am 23. April, sind gleich zwei Veranstaltungen. Um 9.45 Uhr sind Sie mit Ihrer Familie herzlich zum Familiengottesdienst in die St. Martinuskirche eingeladen. Anschließend gibt es im Café M vietnamesische Nudeln. Um 11.15 Uhr feiern wir in der Heiliggeistkirche in Pattonville einen ökumenischen Familiengottesdienst. Damit beginnt der Tag der offenen Tür. Der Miam-Kindergarten zeigt seine neuen erweiterten Räume. Es gibt ein vielfältiges Programm und reichlich Essen. Ich wünsche Ihnen und euch allen eine gute Woche und bis bald.